So, grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge Little Kitty Big City mit mir, dem Fuchsel und dem lieben. Den lieben hier. Oh, da ist ein Vogel. Attacke! Nee, wir springen da nicht runter. Doof, ey, kann ich hier ins Haus rein? Kann ich sogar. Gucken wir uns erstmal bei uns zu Hause um. So, ich kann mir übrigens hier mein Halsband kann ich nicht mehr drauf tun. So, jetzt sehen wir, wie sie das vom Spiel abgeschlossen haben. Na ja, gut, wir sind eine Wildkatze. Wir sind wild und frei. Oh, ist ein Katzbaum. So, ganz oben natürlich legen wir uns hin. Okay, wir haben jetzt hier alle Federn. Ich weiß nicht, wofür die Federn sind. Und die ganzen... Wer sind das Questgeber? Und die ganzen Kügelchen sind halt da. Aber erstmal kurz hinlegen. Na gut, okay, dann nicht. Gibt es eigentlich einen schnelleren Weg nach unten? Ich möchte hier nicht runterspringen und mir die sämtliche Haxen brechen. Es gibt ja theoretisch noch den Weg nach oben weiter. Es gibt ja theoretisch den Weg noch weiter nach oben. Wo ist ich da unten? Na okay. Aua, mein Auge! War immer so ein SpongeBob-Witz. Oder immer einer gerufen hat, mal, ah, mein Auge. Im Englischen war es immer, ah, oh, my leg. Mein Bein. Oh, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Wir wollen unten ankommen, aber wir wollen lebend unten ankommen. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann nichts sehen, die Kamera ist nicht so präzise. Gibt es einen Weg eigentlich darüber? Da ist ein Schild. Dann kommen wir von dem Schild aus darüber. Und so. Also, Spiel haben wir in der letzten Folge durchgespielt. Spiel haben wir in der letzten Folge durchgespielt. Jetzt haben wir im Grunde genommen nur noch... ja, im Grunde genommen können wir uns jetzt hier frei rumsehen und die letzten Missionen halt alle machen. Und das wäre jetzt im Grunde auch das, was jetzt hier mit den nächsten paar Folgen vorhätte. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich mache, ob ich wirklich alles machen kann, was ich vorhabe. Da ist der Waschbär, der fliegt da irgendwo in der Luft. Na? Ach, jetzt ist die Ente da. Komme ich hier irgendwie wieder nach unten? Aktuell ist alles richtig, mit Ausnahme halt, ja, nach oben. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie einen Sturzschaden oder sowas gibt. Bis jetzt habe ich keinen. Bis jetzt habe ich ja keinen Sturzschaden bekommen durch irgendwas. Ach, weißt du was? Ich probiere es einfach. Oh. Das Skill. Da kommen die Funken runter. Okay. Okay, so bin ich zufrieden mit dem Runterkommen. So bin ich 100% zufrieden. Schlag ein! Dann halt nicht. So, okay, haben wir hier irgendwas in der Nähe? Hier ist eine Feder. Ich weiß nicht, ob hier in der Umgebung auch noch was wäre, weil hier ist im Grunde genommen ein riesiger Bereich, wo wir noch nicht waren. Und da unten ist auch noch ein riesiger Bereich, wo wir noch nicht waren. Okay, also aktuell müsste irgendwo vor mir so eine Feder sein. Also... Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Möglichkeit ist, einfach nur einen Vogel zu fangen. Oder einen Kanaldeckel. Nee, Kanaldeckel ist es nicht. Oder? Nee, dass du drin sitzt. Hm? Was ist los? Ja, bitte sehr. Hui. Ich würde gerne hier unten bleiben, wenn es geht. Mir ging es ums Freischalten. Ah, okay, das sind die Nester. Hm. Jetzt passen sie doch auf, wo sie hinmarschieren. Dummer Mensch. Ich gehe hier.
Mir wurde dieses Spiel hier gewidmet, nicht Ihnen. Mhm. Ah, diese Toilette kenne ich doch. Okay, es sind die Vogelnester einfach nur. Hm. Da ist ein Wauwau. Ich glaube, an den komme ich auch nicht so einfach vorbei. Ich weiß aber nirgends, wo noch ein Knochen rumliegt. Oh, hier ist ein Mützenautomat. So, möchtest du eine Mütze für 10? Ja, bitte. So, ein Häschenmützchen. Was für große Löffel ich habe, damit kann ich noch besser hören und besser Suppe essen. Bitte sehr. Eine Panda-Mütze. Damit sollte ich etwas Schabernack treiben. Das wird das reinste Pandamonium. Und gefährdet bin ich anschließend auch. So. Eine Hai-Mütze. Kleiner Hai. Dem. Kleiner Hai. Dem. Baby-Hai. So, und das letzte ist Axolotl, soweit ich es sehen kann. Axolotl-Mütze. Ich bin ein kleines Axolotl-Kätzchen in einer großen Stadt. Und ich besitze die unglaubliche Fähigkeit, mich zu regenerieren, wenn ich ein Bein verliere. Dem Baby-Hai. Dem. Klingt doch irgendwie so der Song. Aus den, keine Ahnung, 2000ern. Ich kann mich da nur so dunkel erinnern. Da wäre noch irgendwo ein Nest einmal. Nest. Und noch eine Mütze. Bist du vielleicht hier drin? Na. Aha. Was haben wir denn hier? Eine Satsuma-Mütze. Ich hätte jetzt gesagt Orange. Was ist orange und wandert durch die Berge? Eine Wanderine. Ja, das sage ich auch dazu. Eine Mandarine. Dreh das W um, dann ist es eine Mandarine. Oh, jetzt habe ich den Witz verstanden. Ah, Moment, stimmt, ich wollte ja den Knochen holen. Den habe ich in der letzten Folge, habe ich den, glaube ich, sogar schon nochmal gesehen. Den zweiten Knochen. Der war doch in der Nähe von dem Hund. Da bei dem Baum liegt er. So. Da muss ich jetzt praktisch sehen, nur noch. Das letzte Tor hatten wir ja auch irgendwo gesehen, wo wir schießen mussten. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Das war auch bei dem Gecko-Zilla da, oder nicht? Den einen Weg darunter. Hey, Wuffy, guck mal. Knochenjob, bring allen Hunden Knochen. Errungenschaft freigeschalten. Okay, hier wohne ich. Und da ist so eine Kugel drin. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Ah, so vielleicht. Oh, da ist noch ein Knochen. Anscheinend gibt es hier doch mehr Knochen als gedacht. Ich dachte, es wäre genau pro Hund einer. Schmetterlingsmütze. Schwebe wie ein Schmetterling, schlaf wie ein Kätzchen. Ey, wie sieht die aus? Kann ich jetzt auch höher springen? Ich hab ne Schmetterling auf dem Kopf. So, weg damit wieder. Gibt's auch hier ein Ginkgo-Blatt. Eine Wolfsmütze. Okay. Gut, dann ist die Frage, geht's jetzt weiter? Vor mir ist ein Kanaldeckel, hinter mir ist irgendwo nochmal so ein... Noch eine Mütze. Irgendwo hier, da oben auf dem Auto. Wie komme ich da hin? Au. So nicht.
Aha, okay, hier sind Kisten zum Hochklettern. Okay. Okay. Hier muss ich rennen. Ja, jetzt sollte mir trainieren gehen. Na, jetzt. Ich will meinen Hintern hängen. Hurra! So. Dann müssen wir hier durch. Und noch ein Blinky. Und noch ein Blinky. Ups. Und wir haben noch eine nette Kugel. Ja, jetzt habe ich genau falsch rum hingestellt. Marienkäfermütze. Bringt die schwarzen Punkte Glück? Das weiß ich nicht. Wir müssen auch den Gecko nochmal finden. Gecko, den das Chamäleon. Kann ich eigentlich den nochmal irgendwo nachgucken? Ich bin das Chamäleon. Warte auf einen Sonnenstrahl. Bringe den Hund seine Bälle. Sie sind eine Katastrophe, die von Tanuki verursacht wurde, verschwunden. Also versuche ich es besser überall. Im Hof des Hundes. Ein Ort, an dem man für Helme, Tribo Bagger baggern in Zement. Ja, okay, jetzt muss die Baustelle irgendwo sein. Und da wir keine andere Baustelle bisher gefunden haben, muss es eigentlich denn wieder sein. Dieses Schild will mich darauf hinweisen, dass man hier nicht durchgehen darf. Aber das Schild hält mich nicht auf. Das war's da schon. So, ich suche mal schnell was zu essen. Na, da ist doch was Leckeres. Yum, yum, yum. Aha. So. Dann geht's hier wieder rein. Irgendwo hier muss der Gecko sein. Irgendwo hier muss der Gecko sein. Bagger und Zement. Bagger und Zement. Ich gehe gerade richtig nah ran, um irgendwo zu sehen. Aber ich sehe ihn halt nirgends. Na, seht ihr ihn? Wenn sie Druck kann, dort hier. Kann man sich sogar hinlegen, eigentlich theoretisch. Aber es ist doch kein Nickerchenplatz. Oh oh. Oh, da ist einer sauer! Nein! 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 Böser! Ich gehe trotzdem wieder rein. So. Oh, der ist immer noch sauer auf mich. Du erwischst mich hier nicht. Hier bin ich sicher. So, wo ist der Gecko? Der muss hier irgendwo eigentlich sein, theoretisch, von der Beschreibung her. Der ist aber hier nicht in den Zement hier, oder? Der arme, arme, arme. Entschuldigung. Der ist schon wieder sauer. Okay, ich sollte mich wohl lieber tarnen. Nein! Tun Sie nichts! Okay, vielleicht hast du gesehen, dass ich mich getarnt habe. So. Hey Frank, was ist los? Hätte wieder viel zu tun gehabt. Mach dich an die Arbeit. Bevor der Vorarbeiter wieder herkommt. Es kann nicht, was ist nicht, ist das nicht eigentlich sogar Polizeiuniform? In China, Japan? War doch irgendwie so.
Okay, warte mal. So, hier wahrscheinlich die ganze Zeit nach diesen Chamäleon, aber ich finde den halt nicht. Wie gesagt, von der Beschreibung her müsste eigentlich richtig sein. Da im Klo sitzt er. Ich habe ihn lispeln lassen. Du hast mich einfach gefunden, aber wie? Du bist vollkommen sichtbar. Der Hinweis war sehr hilfreich. Naja. Dann geht's mal in die Suche nach dem perfekten Tarnung weiter. Ich werde weiterhin an einer Technik fallen, während ich woanders auf dich warte. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Hier sind Hinweise bereit, mich auszuführen. Die Arme aus Metall so stark, der reinste Rutsch und Kletterpark. Doch siehst du weder Haut noch Haar, denn schließlich bin ich unsichtbar. Hast du überhaupt Haare? Natürlich, es ist nicht mein bestes Werk, aber ich hätte länger an einem Hinweis arbeiten können, wenn du mich nicht so schnell gefunden hättest. Ich bin aber zuversichtlich, dass meine nächste Anpassung funktioniert, also könnte meine weitere Reihe nötig sein. Die Glück. Okay, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Spielplatz. Komm ich von hier aus irgendwie zum Spielplatz? So. So, okay. Der Spielplatz, der wäre jetzt, wenn ich hier weiter marschiere. Na, jetzt. Aber durchquetschen hier. Vorsicht. Der Spielplatz ist ja. Hier ist der Spielplatz. Ah, ich sehe ihn schon. So. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Da ist er. Hallo, für das Kernmedium erneut. Yep. Oh, du bist jetzt nur. Moment mal, das ist doch noch schlimmer. Das bedeutet, du hast mich schon wieder gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Ich kann dir versichern, dass ich es noch nie so weit was ernst genommen habe. Oh. Es ist nur so, Ja? Ja, du bist genau vor mir. Ich kann es dir nicht schon dabei bringen. Ich kann dich sehen. Das ist ja nicht zu fassen. Aber es muss eine Lösung geben. Vielleicht finde ich sie auf dem Weg zu meinem nächsten Versteck. Apropos, ein Glasgefäß mit Leckereien. Nicht für den Menschen Zöhner sein. Doch reicht ein Automat nicht aus? Mit 6 wird ein Spaß daraus. Ziemlich gut gerannt. Dankeschön, ich bin selbst sehr stolz drauf. Aber genug geplaudert. Viel Glück bei den Suchen nach mir. Okay, warte mal, wie war das jetzt? Dicke Katze. Finde 200 Blinkies. Mützenritter. B-Prominenz. Lass dich 20 mal fotografieren. Fange 20 Bürger und lass dich danach wieder frei. Streichelstar. Lass dich 10 mal streicheln. Container tauchen. Gib Gummi. Wow, hier ist noch viel zu tun eigentlich. Zerstöre alle alten Vogelnester. Schlafe an allen gemütlichen Plätzen. Riesenknaller. Mache 100 Gegenstände kaputt. Wir haben sogar noch einen Haufen Gegenstände noch nicht entdeckt. Na ja, gut, Gegenstände. Warte, ich wollte die Aufgabe lesen. Ein Glasgefäß mit Leckereien? Nichts für einen Menschen schöner sein. Doch reicht ein Automat nicht aus? Mit 6 wird dann Spaß daraus. Glasgefäß mit Leckerei. Kurzen Schluck trinken. Doch reicht ein Automat nicht aus? Den Helm tun wir wieder runter. Ich will auch was hören. Glasgefäß. Leckereien. Automat mit 6. Hier werden Automaten. Es sind sogar 6 Spieleautomaten. Glasgefäß mit Leckereien. Wäre jetzt meine Theorie. Ich tippe eher auf falsch. Das kommt sogar zu falsch vor.
Zumindest kommt es mir falsch vor. Glasgefäß mit Leckereien. Da ist noch mal ein Controller. Nein! Okay, da komme ich nicht ran. Glasgefäß mit Leckereien. Das wird schon Freude sein. So, komm, was soll ein Blinky hin? Blinky Bill. Glasgefäß mit Leckereien. Wo könnte ein Glasgefäß mit Leckereien sein? Nee, das ist der Gecko-Laden. Der Gecko-Laden. Ich glaube jetzt nicht, dass da der Supermarkt meint es. Man könnte mal schauen. Damon praktisch gesehen auch ein Glasgefäß. Und wie war der zweite Teil nochmal? Ein Glasgefäß mit Leckereien, nichts für Menschen schöner sein. Doch reicht ein Automat nicht aus. Mit sechsten wird ein Spaß daraus. Also für mich ist es eher die Spielhalle, wenn man mich fragt. Also wie gesagt, in meinen Augen ist es eher die Spielhalle. Glasgefäß mit Leckereien. Hier werden Nudeln. Ist auch hinter Glas. Sechsen wird ein Spaß daraus. Kann man da reingehen? Bis an die Tür klopfen. Mit Sechsen wird ein Spaß daraus. Ich meine, wie gesagt, es sind ja sechs Automaten hier. Ich sehe nicht. Ich frage mich auch immer noch, wo ich so einen Bagel herkriege. So, warum geht es eigentlich hier oben nicht weiter? Da, Blinky. Blinky Bill. So. Ja, es ging hier nicht weiter, weil ich hier rübergegangen bin und dann runtergeweht wurde. Okay, und wie komme ich hier vorbei? Ah, die schalten sich kurz ab. Oben rüber oder darüber? Erstmal kurz erholen. Dexen wird ein Spaß daraus. Oh, eine Mütze! Da ist eine Mütze! Mütze Glätze! So, was haben wir denn hier Feines? Kann mit die Kamera in der Zeit nicht drehen. Ein Tigermütze! Schreiben soll gerade der letzte Schrei sein. Oh, Tiger! Ich kann mir als Tiger verkleiden. Mein ganzes Leben lang bin ich ein schwarzer Panther, aber jetzt kann ich ein Tiger sein. So. Muss ich mal aufsetzen. Mützen sehen einfach bescheuert aus. Dann mal den Hai machen. Ah, es hat mich gefressen. So. Ich meine, warum soll man einer Katze sowas drauf tun? Das mag die doch nicht. Halsband sehe ich ja ein, aber so Mützen. Dann kannst du ihnen auch gleich ein Kleid anziehen. Düdlüdlüd. Hm.
Und hops. Und... Aber jetzt sind die Wegen offensichtlich, wo man hin muss. Also das wäre jetzt schon mal ein Vorteil. Und hops. So. Jetzt müssten wir eigentlich gleich wieder zu unserem kleinen Käfer kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Den habe ich ja hier gesehen. Oh, der Golfplatz. Komm, hole in one. Nein, nicht fliehen. Ach Mann. Das ist gar nicht so einfach. So. Oh, ich glaube, ich krieg den gar nicht mehr rauf. Kann ich den auch wieder zurücksetzen irgendwie? Er sagt, das Leben einer Katze ist leicht. So. Zwei weitere Nester. Ich wollte den Ball noch einlochen. Das ist doch fies. Warum steht hier ein Greenscreen rum? Lass mal ein paar Löcher rein. Oh nein, der Golfball. Nein. Ja, jetzt ist er weg. Ah, da ist der Käfer. Ich hab Beetle. Taffy, lass mich rein. Achso, ist die Katze da. Niemals, so darf ich niemand sehen. Spliss in Trillen, Fell, Tränensäcke unter den Augen. Mein Schnurrhaar, Niedlichkeitsfaktor liegt bei null. Eine Katastrophe von Kopf bis Pfote. Ich weiß auch nicht, ob ich den immer geredet habe. Wenn du mich reinlässt, kann ich versuchen zu helfen. Niemand kann mir helfen. Ich bin ein Haufen Elend. Meine Karriere ist passé. Oh, Taffy, das stimmt nicht. Lol. War das etwa ein Lol in meiner größten Not? Das ist nur eine nervöse Angewohnheit, Lol. Ich meine kein Lol. Nein, Beetle. Mein Tag ist offiziell gelaufen. Lol. Sag das nicht, Taffy. Wir haben einen vollen Terminkalender. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, Beetle. Aber heute ist Hashtag Münzwoch und Hashtag Nietzwoch. Wenn wir kein Bild von einer Katze mit Mütze posten, woher sollen die Leute dann wissen, dass du noch eine Influencerin bist? Mach einfach ein Foto von einer anderen Katze mit Mütze. Schreib dazu, dass sie ihr Street-Style inspiriert hat oder so. Echt jetzt? Muss ich mich um alles selber einfallen lassen, Beetle? Taffy. 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 Oh, wo soll ich auf die Schnelle eine Katze mit Mütze auftreiben? Moment mal, du bist das Kätzchen. Ja, wie läuft's mit den Handy-Dings? Alles bestens, im Gegensatz zu bestimmten flausigen Influencerinnen. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Alles okay? Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann schon. Ich muss für dieses Foto nur eine Katze mit Mütze finden. Kätzchen, du bist eine Katze. Voll und ganz. Und du trägst eine Mütze. Ist sie stylisch genug? Sie ist perfekt. Du kannst jedes von Taffys paar Grundsätze verwenden. Sag mir Bescheid, wenn du etwas Gutes gefunden hast. Grundsätze, Pose für den Beetle. Muss ich dafür wirklich eine Mütze aufziehen? Beetle möchte ein Foto von dir mit Mütze machen. Such dir einen Platz auf der Balkon aus und sag Beetle Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, dann setzen wir uns noch eine Mütze auf. Zum Beispiel... Na komm, wir nehmen die Entmütze. Guck mal, ich bin ein Schnabeltier. Oh! Da ist die letzte Gummiente. Na, passt doch. Okay, setzen wir dich hier hin. Du bleibst schön da, du kommst bald in den Teich. So, Beetle, ich bin soweit. Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen?
Gerne. Los geht's. 3, 2, 1. Perfekt. Fehlen nur noch die richtigen Hashtags. Dann kann ich es posten. Und fertig. Tausend Dank, Kätzchen. Ich dachte schon, mir steht ein weiterer Nervenzusammenbruch bevor. Kein Problem, das Model hat mir Spaß gemacht. Du bist ein echtes Naturtalent. Aber das nächste Mal zeige ich bitte etwas mehr Bein. So wie die meisten Katzen. Beetle? Also, was steht noch auf der Liste? Mal sehen. Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen um dich. Und dann ist da noch der Markenpartner. Oh, und der spontane Roadtrip muss geplant werden. Und ich muss noch die Kommentare und dein Bild verwalten. Genau das meine ich. Oh Mist, ich muss noch die Mail. Beetle. Wann hattest du das letzte Mal ein paar Tage frei? Lol. Oh, ich habe einen digitalen Entzug auf dem Bauhof eingelegt. Ich habe es mehrere Minuten ohne Handy ausgehalten. Du hast mich gesehen. Das war keine Pause. Ich bin eine Katze mit Pausen, kenne ich mich aus. Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und Herumalbern darauf geschrieben. Oh wow, und es gibt keine Katastrophen. Es lief alles okay. Mehr als okay. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf dem Bauhof in Panik gerate. Eigentlich. Beetle, was hast das zu bedeuten? Oh oh. Das ist kein Street-Talent-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein, sie hat das Foto gesehen. Lol. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Taffy. Ich bin mit dem Kätzchen hier drauf befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, weil ich allein überfordert war. Überfordert? Überfordert? Das hast du noch nie... Davon hast du noch nie was gesagt. Es gab immer viel zu tun. Ich hatte nicht mal Zeit, um zu merken, wie befordert ich bin, bis das Kätzchen mich gefragt hat, wie es mir geht. Also, wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch gerne einen Kaffee holen gehen. Ich hatte eine längere Pause gedacht, in der ich keine Besorgung machen muss. Lol. Das sollte machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, dann kann es ja während deiner Pause für dich einspringen. Wie bitte? Du bekommst eine Pause und ich eine Assistenz. Eine Win-Win-Situation. Ja, was kriege ich dafür? Win-Win-Win? Beetle? Beetle, bist du noch da? Kannst du das Kätzchen bitten, mir einen Cappuccino mit extra Sahne zu bringen? Und... Das reicht! Oh-oh. Mir reicht's! Aber... Nein, du hörst mir jetzt mal zu, Taffeta, Skittle, Smith. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Die Folge geht auch schon viel zu lange. Ich fand es immer toll, mit dir jetzt abzuhängen und coole Styles auszuprobieren, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich darüber nachdenke, was mich wirklich glücklich macht. Aber das geht nicht, wenn du statt mir das Kätzchen herumkommandierst. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also gibst du mir jetzt eine komplette Woche Urlaub? Eine komplette Woche? Eine komplette Woche, ab sofort. Und dann ziehen wir neue Seiten auf. Du willst Veränderung? Ja, Veränderung, okay. Okay. Na gut, aber bevor du dich auf eine Urlaubswoche vorbereitest, kannst du mir ein Cappuccino? Kannst du vergessen! Geht's dir gut, Beetle? Oh mein Gott, was für ein Trubel. Hast du mich gehört? Ja. Tausend Dank für deine Hilfe, Kätzchen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, Beetle. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlaf und herumalbern klingt ziemlich cool. Aber bevor ich in ein Café gehe, das ganze Gerede über Cappuccinos hat mich durstig gemacht. Klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen, und danke nochmal. Ja, und schon ist er weg. So, jetzt eigentlich die Folge hier beenden, aber ich möchte jetzt nur noch die Ente wegbringen. Ente. Aua. Ente. Sag ganz verdammt. Oder hätte so ein Haus, wo wir rein könnten.
Ach nee, das ist doch da, wo der... Ah, okay, Moment, das ist doch da, wo... Da, wo der Rabe die, das ganze Besteck gestohlen hat. So, hops. Komme ich von hier aus eigentlich noch da hoch, oder habe ich jetzt... Okay, eher nicht. Hops. So, wie komme ich hier runter, ohne mir irgendwie sämtliche Gliedmaßen zu brechen? Ich bin ja eine Katze und kein Gummiball. So. Aua. Mensch, bleib doch unten, wenn ich über die drüber rennen möchte. Und ab ins Wasser damit. Gib Gummi. Setze 4 Gummi hinten in den Teich. Oh. Ja, pünktlich zum Folgenende muss ich einmal kräftig niesen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Kitty in Big City wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also, tschüss. Yep, du sagst es.